zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des BVB Karrieremodus. Wir sind am Start, 9. Episode, die 09. Dementsprechend heute eine richtig coole, hoffentlich mit erfolgreichen Spielen gegen Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und in der Champions League gegen Beşiktaş Istanbul. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da schaffen wir 500 Likes auf diese Episode. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Es ist nur ein kleiner Klick für euch und hat wirklich eine große Bedeutung für mich. Videobeschreibung auschecken, Links zu IGVault, 6% Rabatt mit dem Code MAXDAMIETV auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben und dazu selbstverständlich auch noch zu meinem Merchandise. Ja, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Wir sind angekommen im Dezember. Wir spielen heute, wie gesagt, diese drei Spiele. Nächste Episode geht es weiter mit dem Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg, mit dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim und gegen den FC Augsburg und dazu mit dem Beginn der Transferphase. Das heißt, diese Episode ballert auf jeden Fall eure Transfervorschläge unten rein. Ja, welche Spieler wollt ihr sehen? Habt ihr Bock auf Rajan Nainggolan? Ich mache hier eine Infokarte. Ich habe Bock auf den. Die Frage ist, holen wir ihn? Aber das werden wir später entscheiden. Jetzt simulieren wir erstmal vorne zum Spiel gegen unser Borussia. Also was heißt gegen unsere Borussia, gegen die andere Borussia, das ist besser. Yannick Schulte, 60er Rating mit 15, das ist sowas von stark. Erich Schulte, 64er Rating mit 17, ist auch in Ordnung. Unsere Jugendmannschaft ist okay. Oh, meine Lieblingsnation möchte mich als Trainer haben, Finnland. Aber das werden wir genauso ablehnen wie Tschechien, denn wir wollen kein Nationaltrainer sein. Wir wollen uns auf den BVB konzentrieren und wir müssen langsam ranklotzen, denn wir haben momentan hinter Köln, gegen die es in dieser Episode ja auch noch gehen wird, 5 Punkte Rückstand. Wenn auch ein Spiel weniger. Ein Sieg ist alternativlos und so werden wir auch antreten gegen Borussia Mönchengladbach, allerdings simuliert. Und warum? Die sind auf Tabellenplatz Nummer 8 und Köln ist auf Tabellenplatz Nummer 2 mittlerweile. Wieder 7 Punkte trennen uns von den Bayern. Wir müssen wirklich ranklotzen und vor allem in der Rückrunde alles gewinnen, gerade gegen die großen Gegner. Ein Heimsieg ist also Pflicht. Zuletzt unentschieden gegen Köln, gegen Hoffenheim und gegen Monaco. Schaffen wir es irgendwie, gegen die 3 Punkte zu holen. Mit absoluter Top-Elf. Wir sind die höchsten Ratings, die wir haben. Das heißt, es geht nicht besser als das. Götze macht das 1:0 nach 16 Minuten. Es sieht also sehr, sehr gut aus. 45 Minuten wird gewartet, dann wird die Simulation geskippt und wir gewinnen 2:0. Emre Mor eingewechselt, macht die 89. Minute den entscheidenden Treffer. Das heißt, es sieht wieder besser aus, nur müssen wir jetzt gegen Köln gewinnen. Das Champions League Duell, was jetzt kommt, ist für uns ohne jegliche Relevanz, weil wir mit 15 Punkten aus 5 Spielen bereits durch sind. Aber für Beşiktaş ist es vielleicht wichtig, weil die momentan noch 0 Punkte haben. Und eigentlich wäre es auch ganz geil, wenn wir am Endeffekt wirklich mit 18 Punkten und 6 Siegen in dieser Hammergruppe durchkommen würden. Nochmal für alle, die nicht wissen, welches die Gruppe ist: Barcelona, Manchester United und Beşiktaş. Es wird eine spannende Geschichte. 18 Punkte kann der BVB erreichen, wenn er gegen Beşiktaş Istanbul den 6. Sieg in der Champions League Gruppenphase erringt. Und das ist natürlich das Ziel von MGT und seinen Jungs vor dem Spiel gegen die Türken im Signal Iduna Park. Nein, nicht der Signal Iduna Park, aber fast die gleiche Stimmung in Istanbul. Die Fans von Beşiktaş trotz des sicheren Ausscheidens ihrer Mannschaft in der Hammergruppe mit Manchester United, dem FC Barcelona und eben Dortmund mit absolut toller Choreografie, um ihr Team anzufeuern und zu unterstützen vor dieser für Dortmund unwichtigen Partie. Und so sah der Kader auch aus. An sich hat Dortmund hier nichts aufgeboten, was irgendwie anmuten ließe, dass es die Champions League wäre. Allerdings ist es die Champions League, durch die man sicher durchgekommen ist, durch die Gruppenphase. Lediglich Barcelona und United streiten sich noch um den 2. Tabellenplatz. Dortmund ist mit 15 Punkten aus den bisherigen 5 Spielen sicher qualifiziert für die weitere K.O.-Phase und das freut natürlich MGT und die mitgereisten Fans, die heute dementsprechend eine etwas andere Startaufstellung sehen. Wir schauen zunächst auf Beşiktaş, Fabrizio, Rodolfo, Marcelo und Adriano in der Defensive. 3 Brasilianer plus ein brasilianischer Torwart. Nur Gönül, der einzige Türke in der Defensive. Davor Hutchinson und Inler, dann Talisca, der nächste Brasilianer. Erkin, Ricardo Quaresma und vorne drin Cheick Tosun, der ja bereits im Hinspiel gegen Borussia Dortmund den Führungstreffer für Beşiktaş erzielt hatte. Dementsprechend er heute natürlich wieder besonders motiviert, gegen die Schwarz-Gelben erfolgreich zu sein. Auf deren Seite sehen wir hier bereits zwei Personalien, die man normalerweise nicht so häufig in der Startelf von MGT sieht. Und zwar André Schürrle und Alexander Isak, die in der Sturmspitze agierten. Roman Weidenfeller sogar heute mal im Kasten. Felix Passler, Semedo, Stark und Guerrero bildeten das defensive Vierer-Quartett. Davor Castro, Weigel und Tolisso und in der Sturmspitze Pulisic, eben Alexander Isak, wie erwähnt. Und auf der linken Seite der ebenfalls erwähnte André Schürrle. Alvaro Arias Romera, der Schiedsrichter der Partie, der Spanier heute, leitet diese Begegnung. Und der BVB legt da auch mit B11 direkt mal richtig gut los hier in Istanbul. Zunächst einmal ist das André Schürrle auf der rechten Außenbahn, die Flanke in die Mitte und Isak mit dem Kopfball, das sah gar nicht so schlecht aus. 14 Minuten durch und der Schwede mit seiner ersten Gelegenheit kann den Ball hier nicht im Tor unterbringen, aber war auch schwer zu nehmen. Ein bisschen hoch angesetzt, die Flanke von André Schürrle.
Der BVB trotzdem weiterhin die bessere Mannschaft und das zeigte sich auch im Spielverlauf, denn es gab nur Ballbesitz der Schwarz-Gelben. Wir sind in der 23. Spielminute. Pulisic versucht es mal knapp am Tor vorbei. Sie näherten sich an. Erst der Kopfball von Isak noch relativ weit vorbei. Jetzt Pulisic. Sie kamen näher und langsam machte man sich Sorgen um die Hintermannschaft von Besiktas, die überhaupt nicht ins Spiel fand. Die anschließende Ecke Castro und da steht der Portugiese Semedo. Schöner Kopfball, aber über die Latte hinweg. Das war eine richtig dicke Gelegenheit für den Portugiesen, der da wunderbar hochsteigt, aber das Gerät ein bisschen zu hoch über den Kasten hinweg platziert. MGT hatte sich da fast schon gefreut aus 1:0, viel noch nicht. Allerdings gibt es ja weitere Gelegenheiten. Wir sind in der 29. Minute. Rafael Guerreiro mit dem Ball auf Weigel, der weiter auf Tolisso. Wunderbares Kombinationsspiel. Pulisic legt ab für Isak. Isak schießt und Isak trifft. 1:0 für den BVB. 29. Minute und der Schwede nach dem Kopfball, den er auch drüber platziert hat, jetzt mit dem deutlich schwereren Versuch aus knapp 18 Metern bringt er den Ball aber im Kasten unter. Und das ist eine Qualität, die man ihm eventuell gar nicht so zugetraut hätte, aber direkt abgenommen aus einer gar nicht so einfachen Position, aus der Drehung und keine Chance über Fabrizio, diesen Ball irgendwie zu halten. Da kommt er nicht mehr ran, auch mit seiner doch großen Länge von über 1,95 Meter ist das keine Position für ihn, beziehungsweise keine Chance für ihn, daran zu kommen. Es geht weiter mit dem BVB. Schürrle auf Weigel, die spielt einen richtig guten Fußball. Isak mit dem Ball auf Pulisic. Pulisic frei vom Tor. 2:0, 36. Minute bereits die Vorentscheidung in Istanbul. Ganz stark gespielt von der Offensive des BVB, die heute, wie gesagt, nicht so agiert hat, wie man sie normalerweise kennt, mit Aubameyang, Reus und Dembélé, aber auch die jungen Wilden. Pulisic und Isak machten richtig Spaß und stellten hier dieses Spiel bereits nach 35 Minuten auf 2:0. Besiktas war absolut indisponiert, wusste gar nicht mehr, was abgeht und hätte fast direkt das 3:0 kassiert. Alexander Isak mit der Gelegenheit, aber diesmal ist Fabrizio da und hält den Ball. Die Defensive, vor allem Marcelo und Rodolfo, hoffnungslos überfordert mit dem Tempo des BVB. Nächste Chance wieder Isak. Die Unterkante der Latte rettet der Kopfball später in den Armen von Fabrizio. Es war eine Frage der Zeit, bis der BVB auf 3:0 stellte. Bis zur zweiten Halbzeit kam von Besiktas nichts. Dann diese Chance. Talisca an die Latte, Tosun kann den Ball nicht mehr im Tor unterbringen. Es war allerdings auch die einzige Chance von Besiktas und der BVB durfte kontern. Der eingewechselte Emre Mor auf André Schürrle, der einzige aus der offensiven Dreierreihe der Schadelf, der noch nicht getroffen hatte. Jetzt macht das 3:0, 76. Minute. Der BVB ließ die Partie hier ausklingen, bereitete sich vor auf das Spitzenspiel gegen den ersten FC Köln und das mit einem 3:0 in Istanbul, das zu keinem Zeitpunkt in dieser Partie auch nur ansatzweise gefährdet war. Die Istanbuler, die Türken, mit einer ganz schwachen Vorstellung vor heimischem Publikum, haben die Choreografie nicht gerechtfertigt und dementsprechend eigentlich auch nicht verdient, scheiden mit 0 Punkten aus der Gruppe aus und der BVB holt 6 Siege aus 6 Spielen und gewinnt mit 18 Punkten die Gruppe mit dem FC Barcelona und Manchester United. Souverän zieht damit ins Achtelfinale ein und im Achtelfinale, da wartet der nächste richtige Kracher, aber wer das ist, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. 18 Punkte ist eine sehr souveräne Marke, würde ich sagen, und die haben wir uns geholt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Barca hat zu Hause verloren, 1:2 gegen United. Heißt das, die sind raus? Wir kriegen 18,5 Millionen für den Gewinn der Champions League, also der Gruppenphase. Aber viel interessanter ist, ob jetzt United oder Barca weiter sind. Wir sehen's. United ist weiter, Barca fliegt in der Vorrunde raus. Das hat auch noch fast nie gegeben und wir müssen ran gegen Real Madrid. Wow. Also das Los hätte ich erstens nicht erwartet und zweitens, ja, das ist auch nicht sonderlich gut oder schön. Aber naja, was soll's. Wir gehen ins zweite und damit, letzte Spiel dieser Episode. Ihr seht's, Köln momentan 2 Punkte vor uns mit einem Siegteam an denen vorbei. Das müssen wir schaffen. Rein ins Spiel und bitte genauso wie gegen Besiktas. Bauen. Besiktas auswärts in Istanbul ohne Probleme an die Wand gespielt und nun der erste FC Köln, der nächste Gegner des BVB. Die Geißböcke bisher mit einer ganz starken Saison und stehen sogar vor den Dortmundern in der Tabelle. Das soll natürlich aus Sicht von MGT und seiner Mannschaft heute geändert werden und momentan ist die Form passend, um genau dies zu bewerkstelligen. Auch in einem Auswärtsspiel, auch im Rhein-Energie-Stadion, das ja normalerweise eine Festung ist und was man auch in der Tabelle sieht. Bisher 13 Gegentore, 24 Tore, 28 Punkte für den ersten FC Köln nach 13 Spieltagen. Das ist die beste
beste Statistik seit Ewigkeiten in der Geschichte des ersten FC Köln und dementsprechend die Fans natürlich auch euphorisiert vor diesem Spitzenspiel gegen den Gegner aus dem Pott. Die Aufstellung, ja, ist erstmal nebensächlich. Wir schauen zunächst auf die Auswärtsbilanz des BVB, denn die sind das beste Auswärtsteam. Spielen also gegen ein ganz heimstarkes Team, haben auswärts also noch nicht verloren. 4 Siege und 2 Unentschieden. Sehr, sehr stark. Mal sehen, ob das heute fortgesetzt werden kann. Unter anderem natürlich mit den Spielern, die zuletzt in der Champions League nicht aktiv waren. Das heißt mit einem Aubameyang oder einem Marco Reus. Der FC Köln mit Bürki, dem ehemaligen Dortmunder, der ja im Tausch mit Olkowski, im Tausch mit Horn gekommen war. Olkowski davor. Dann Marot, Heinz, Hector, Lehmann und Höger in der Defensive. Rausch, Clemens, Rudnes und Modest. Warum nennt man Lehmann und Höger noch in der Defensive? Ganz einfach. Die Kölner spielten sehr, sehr defensiv ausgerichtet im Verlauf dieser Partie. Konzentrierten sich einzig und allein auf die Defensive. Warum, werden wir später noch in Erfahrung bringen. MGT heute, wie gesagt, nicht mit der gleichen Elf wie zuletzt gegen Beşiktaş Istanbul, sondern wieder mit Stammpersonal. Aber beispielsweise stand Corentin Tolisso in der Startelf. Vorn Piszczek, Bender, Bartra, Schmelzer, komplett veränderte Defensive. Davor Tolisso zusammen mit Rode und Götze, das heißt der Franzose, der einzig gebliebene aus der Startelf gegen Beşiktaş Istanbul. Dembélé, Reus und Aubameyang bildeten wie immer das offensive Sturmtrio. Und die drei sind momentan in absoluter Topform. Besonderes Spiel natürlich auch für den Keeper. Der ist auch in Topform, Timo Horn, vor der Saison gewechselt vom 1. FC Köln. Wie gesagt, im Tausch mit Roman Bürki. Die Rückkehr für ihn ins Rhein-Energie-Stadion wurde herzlich empfangen. Keine wirklichen Schmähgesänge oder irgendwas gegen den ehemaligen Keeper. Und die wären auch nicht berechtigt gewesen. Der BVB in der Anfangsphase das bessere Team mit der ersten Chance durch ja, Dembélé in dieser Situation. Ein Aubameyang war es mit dem Kopfball. Die beiden recht schwer zu unterscheiden. Ungefähr gleich schnell. Und das sollte sich noch bezahlt machen. Tolisso mit dem Ball auf Dembélé, der im 16er 22 Minuten gespielt. Abgewehrt. Da ist Aubameyang. Aubameyang mit dem Schussversuch. Linker Fuß ist nicht sein starker, zieht den dementsprechend hier vorbei. Aber trotzdem war der BVB das deutlich bessere Team und kam immer gefährlicher vor. Wieder Aubameyang gegen Bürki, aber der kennt seinen ehemaligen Teamkollegen natürlich, hält hier gegen den Gabuna zunächst nochmal das 0:0 fest. Allerdings machte der BVB unbeirrt weiter. Tolisso, dicke Chance und wieder war Bürki da und kann diesen Ball halten. Unfassbar, wie er da noch seine Pranke ranbekommt. Allerdings die anschließende Ecke. Wir haben gerade gesehen die Chance von Tolisso. Hier köpft er den Ball abgefälscht über die Latte und er sollte gleich wieder in Erscheinung treten. Die Ecke reingebracht von Marco Reus, sieht zunächst nicht gefährlich aus, wird geklärt, aber dann läuft Modest unter dem Ball herdurch, Götze kriegt den Ball nochmal, Rode mit dem Ball auf Tolisso, der geht in den 16er und wie wird er gestoppt? Mit einem Foul von Marco Höger, ganz, ganz bitter, kurz vor der Halbzeit, es war nicht Höger, es war Hector mit der Grätsche im 16er und ja, dem Foul gegen den Franzosen. Dementsprechend folgerichtig Elfmeter und das, obwohl die Nachspielzeit eigentlich schon vorbei war. Ganz, ganz bitter für den FC, aber in so einer Situation kann natürlich nicht abgepfiffen werden. Dementsprechend die dicke Chance für Pierre-Emerick Aubameyang auf 1:0 zu stellen. Für den BVB, der Gabuna bisher sehr, sehr sicher in der Saison vom Elfmeterpunkt und hoffentlich auch gegen Roman Bürki. Wie gesagt, sein ehemaliger Teamkollege, aber der hat hier überhaupt keine Chance. 1:0 für den BVB, 45. Spielminute und Pierre-Emerick Aubameyang zeigt es an. Das war sein rechter Hammer. Und da kann der Schweizer natürlich überhaupt nichts gegen machen. Ja, wunderbare Elfmeter. Und der BVB dementsprechend in Führung. Wir springen direkt rein in den Durchgang 2. Denn danach war der erste vorbei. Dembélé hier mit ein bisschen Trickserei im Mittelfeld. Und dann verliert Aubameyang den Ball. Aber das ist nicht schlimm. Denn Köln weiß überhaupt nicht, was los ist. Ist noch komplett in der Kabine. Aubameyang erobert sich den Ball. Dembélé läuft durch. Dembélé bekommt den Ball. Dembélé 2:0. 48. Spielminute. Der BVB geht erneut in Führung, kann man sagen. Beziehungsweise baut seine Führung auf 2:0 aus. Die Fans natürlich komplett ernüchtert. Denn so ein Gegentor darfst du als Tabellenzweiter normalerweise niemals bekommen. Der BVB ist gut in Form und zeigt das hier. Bürki wieder chancenlos. Komplett alleine gelassen von seiner Defensive. Und die brach jetzt auseinander. Wir sehen hier, die stehen alle in der eigenen Hälfte. 6 Verteidiger, aber keiner kann Ousmane Dembélé stoppen. Der macht eine ganz, ganz starke Partie. Passt den Ball in die Mitte. Reus ist da und auch er macht sein Tor. Die komplette Dreierreihe des BVB trifft. Genauso wie in Istanbul. Da hatten Pulisic, Schürrle und Isak getroffen. Hier sind es Dembélé, Aubameyang und Reus. Vorlage vom starken Franzosen und Reus macht das dann klasse. Bürki erneut chancenlos und der FC absolut indisponiert. Wusste nicht, was er anfangen sollte mit sich selbst. In der Offensive war nichts zu sehen von den Kölnern. Allerdings war das Spiel ja noch nicht vorbei und MGT pushte seine Mannschaft weiter nach vorne. Der wollte natürlich jetzt hier mal ein Zeichen setzen in der Bundesliga, in der es ja zuletzt auch Probleme gegeben hatte. Ousmane Dembélé mit der nächsten Gelegenheit wieder komplett stark im 16er. Ganz knapp vorbei am Kasten und ganz knapp vorbei am 4:0. Aber noch die Partie ja nicht vorbei. Wir sehen in der Wiederholung nochmal der Franzose. Ja, das war ganz schön knapp, aber er zeigt wieder seine Beidfüßigkeit. Beeindruckend, was dieser junge Spieler alles auf dem Kasten hat.
Wir springen in die 85. Minute. Nochmal Marco Reus. Maro kommt nicht hinterher. Maro hat überhaupt keine Chance gegen den Nationalspieler. 4:0. Der FC Köln wurde komplett vorgeführt vom BVB. Istanbul war eine Geschichte, aber das heute war eine Demonstration. Bis zu diesem Zeitpunkt Köln noch nicht mit einem einzigen Torschuss. Das mutet an die Meistersaison des BVB. Das mutet an Lukas Podolski, der damals ja den Torschuss aufs Tor brachte in der 85. Minute. Dieses Mal war es Guirassy in der 90. den Timo Horn da verhinderte. Der Franzose versuchte es zumindest mal von Modest und Rudner. Es war nichts gekommen. Aber auch hier muss der ehemalige Kölner nicht wirklich eingreifen. Der FC verliert also mit 0:4 nicht nur Tabellenplatz 2, sondern lässt sich auch absolut vorführen vom Gegner. Es reicht wohl doch nicht ganz für die Tabellenspitze. Und der BVB ist seit neuestem wieder ein absoluter Bayern-Konkurrent, wenn er an diese Leistung anknüpfen kann. Ich würde sagen, Challenge erfüllt. Und Bayern verliert zu Hause 2:3 gegen Wolfsburg. Also ein besseres Ende für diese Episode kann es gar nicht geben. Das war Gameplay on Fleek heute. Also dafür würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Das wäre eine sehr, sehr nice Sache. Ich denke, das haben wir uns nach dieser Episode definitiv verdient. Nächste geht es dann weiter. Auch mit den Transfers die große Frage, wen holen wir? Gibt es einen großen Fisch? Oder sagt ihr, nee, der Kader ist so gut. Wir haben 73 Millionen Budget. Also es ist auf jeden Fall was drin. Aber ihr entscheidet darüber. Das heißt, ballert es in die Kommentare. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Ja, macht's gut. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr noch nicht getan habt. Haut rein und ciao.